Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die vorliegenden Anträge der Fraktion Die Linken vom November 2015 geben mir heute mal die Gelegenheit, dass die Bundesregierung bei der Unterstützung und Entlastung von Alleinerziehenden keineswegs versagt hat, wie Sie in Ihren Anträgen unterstellen. Vielmehr schafft die Regierung im Rahmen einer modernen und zukunftsweisenden Familienpolitik kontinuierlich Bedingungen, um den sorgenden Eltern die nötige Anerkennung zukommen zu lassen und ihnen eine eigenständige Perspektive für eine Lebensgestaltung ihres Lebens zu geben. Wir investieren massiv in unsere Familien. Ich nenne hier nur den Ausbau der Kinderbetreuung unter Dreijährige, das Programm Kita Plus für erweiterte Öffnungszeiten. Wir haben den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende erhöht. Gleiches gilt für den Kinderzuschlag, den wir 2017 nochmals aufgestockt werden. Und so weiter und so weiter. Insgesamt macht der Familienetat im nächsten Jahr 9,5 Milliarden Euro aus und liegt dabei vor den Etats des Bundesinnenministeriums, des Wirtschafts- und Finanzministeriums. So. Sie sprechen in Ihrem Antrag auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. Natürlich haben die Alleinerziehenden besondere Bedürfnisse. Dabei profitieren alle Familien von der verbesserten Betreuungsinfrastruktur. Und da die Unternehmen sehr wohl wissen, was sie an gut ausgebildeten Frauen haben, bieten sie längst eine flexible Arbeitszeitgestaltung an, was im Übrigen auch den Vätern zugutekommt. Die von ihnen geforderte Teilzeitausbildung gibt es längst. Und die bestehende Lohnlücke wird durch das Entgeltgleichheitsgesetz auch geschlossen, wenn Familienministerin Schwesig dazu ihren Gesetzentwurf vorlegt. Am Anfang dieser Wahlperiode wurde der gesetzliche Mindestlohn eingeführt, auch das eine Verbesserung für Alleinerziehende. Und Ihre Forderung, ich zitiere, auf eine unverzügliche Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 10 Euro, sollten Sie aber doch besser in einem anderen Antrag stellen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, da ich bei jeder Familiendebatte hören muss, dass angeblich die Union den Unterhaltsvorschuss blockiert, möchte ich hier schon einmal klarstellen. Im Juli 2016 haben wir Familienpolitiker der CDU/CSU uns schriftlich an den Bundesfinanzminister gewandt, um die Erhöhung des Bezugsalters von 12 auf 18 Jahren sowie den Wegfall der Bezugsdauer von 72 Monaten voranzutreiben. Ich benutze jetzt auch dieses Wort. Danach hat auch das Familienministerium unsere Forderung unterstützt. Keine andere Maßnahme kommt den Alleinerziehenden so zugute wie diese. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir aber völlig unverständlich und auch nicht hinnehmbar, dass sich 50% aller Unterhaltspflichtigen dieser finanziellen Unterstützung ihrer Kinder entziehen und gar nichts bezahlen und weitere 25% nur unregelmäßig und nicht in voller Höhe. Das müssen wir ändern und das werden wir ändern. Dazu gibt es einen Kabinettsbeschluss und bei der Konferenz der Regierungschefs von Bund und Ländern im Oktober dieses Jahres wurde bei der Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems das auch so beschlossen. Aber eines muss uns auch klar sein. Wir können nicht im Dezember ein Gesetz verabschieden, das bereits im Januar umgesetzt werden soll. Damit würden wir die Kommunen administrativ überfordern. Denn wir von der Union nehmen die Anliegen der Kommunen ernst. Diese müssten erheblich mehr Personal einstellen, um die steigenden Anzahlen an Anträgen bearbeiten zu können. Meine Kollegin Christina Schwarzer hat vergangene Woche an dieser Stelle die Zahlen ihrer Kommune Neukölln vorgerechnet, wonach sich die Mitarbeiterzahl verdoppeln würde. Verdoppeln und erhöhen sollten die Länder auch die Rückholquoten. Bayern liegt mit 36% weit an der Spitze, wogegen zum Beispiel Bremen dauerhaft mit nur 11% das Schlusslicht bildet. Dabei bleibt aber immer noch das Hauptproblem. Sie wissen so gut wie ich, dass der Bund nicht alleine in Vorleistung geht. Der Bund zahlt nur ein Drittel der Kosten, die Länder zwei Drittel. Und eben bei den Ländern regt sich Unmut über die Finanzierung und Familienministerin Schwesig konnte hier leider noch keine Einigung erzielen. Deshalb würde ich Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, darum bitten, auch einmal mit Ihren Vertretern im Bundesrat ein Wörtchen zu reden.
An 11 Bundesländern sind die Grünen beteiligt, Sie von der Fraktion Die Linken an 3. Beide Parteien mit je einem Ministerpräsidenten. Warum stellen Sie Ihre Forderungen nicht einmal nachdrücklich an Ihre Landesvertreter? Denn noch einmal, nicht die CDU-CSU blockiert hier, sondern die Verantwortlichen der anderen Parteien. Beschließen und ankündigen alleine reicht nicht. Man muss schon dafür sorgen, dass die Umsetzung und die Finanzierung auch gesichert ist. Das ist mein Verständnis von verantwortungsvoller Politik. Deshalb ist es vernünftig, wenn das Gesetz zur Ausweitung des Unterhaltsvorschusses zum 1.4. oder 1.7. mit Rückwirkung zum 1.1. beschlossen wird. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Opposition, für vieles, was von Ihnen gefordert wird, ist der Bund nicht zuständig. Dort, wo Sie in Verantwortung sind, hindert Sie niemand daran, Ihre Forderungen auch umzusetzen. Deshalb lehnen wir auch, wie in der Beschlussempfehlung, Ihren Antrag ab. Sie schreiben immer wieder Anträge, ohne mit einem einzigen Wort die Finanzierung zu erläutern. Im Gegensatz dazu bringen wir Unionspolitiker Gesetze ein, die dann auch umgesetzt werden und, wichtig, auch finanzierbar sind. Wir reden nicht nur, wir handeln. Und weil wir Familienpolitiker der CSU nicht nur an die Alleinerziehenden von heute denken, sondern auch an die, die vor 1992 Kinder zur Welt gebracht haben, fordern wir die Gleichstellung aller Mütter bei der Rente. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, was alleinerziehende Mütter und Väter im Alltag an Herausforderungen bewältigen, um neben allem anderen für ihre Kinder da zu sein und sie bestmöglich zu unterstützen, weiß ich aus eigener Erfahrung. Deshalb sehe ich es auch als meinen größten Arbeitsauftrag hier im Deutschen Bundestag, so viel als möglich für diese Einelternfamilien zu erreichen. Und seien Sie versichert, dafür werde ich mich auch künftig voll und ganz einsetzen. Ich möchte Ihnen noch allen einen gesegneten zweiten Advent wünschen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Dr. Franziska Brandner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.